7. Juli 1974, Helmut Schöns größte Stunde. Der Dresdner führt das deutsche Team an diesem Tag zur Weltmeisterschaft. 25 Jahre zuvor war das Leben des Sachsen in arge Turbulenzen geraten. Der Lange war nach dem Krieg der große Star im Ostfußball, hatte als Spieler und Trainer großen Anteil an der Wiederbelebung des Fußballs in Dresden und dem ganzen Osten. Wir haben uns ja gut im Spiel verstanden, blind verstanden, wie man in der Fußballsprache sagt. Der wusste genau, wenn ich dorthin laufe oder der, da kam die Kuller dorthin. Und so war es und jedenfalls, der hat die Mannschaft zusammengehalten. Im April 1950 der Skandal. Schöns Dresdner verlieren das Meisterschaftsfinale gegen Zwickau sensationell hoch mit 1:5. Fühlen sich betrogen. Es kommt zu Tumulten. Ich bin in der Kabine gleich. Und dann ging's los. Was? Polizei, Steine, berittene Polizei, also sowas hab ich noch nie gesehen. Helmut Schön flüchtet wie fast alle Dresdner Spieler in den Westen, wird 1964 Bundestrainer. 10 Jahre später erlebt er in Hamburg sein Déjà-vu. Bei der Weltmeisterschaft trifft er mit der Mannschaft der Bundesrepublik auf das Kollektiv der DDR und verliert. Sehr zum Widerwillen von Helmut Schön, der sich nichts sehnlicher gewünscht hätte als einen Sieg. Wir haben ihm das auch versprochen, aber wir konnten unser Versprechen nicht halten. Für den sensiblen Dresdner kommt die Niederlage einer Demütigung gleich. Gut 2 Wochen später ist er dank dieses Treffers Coach des neuen Weltmeisters. 1978 verlässt er die große Bühne. Und ich gehe vom grünen Rasen und von der mitunter sehr harten Trainerbank zurück auf die Ränge zu Ihnen. Bis heute gehört der Dresdner weltweit zu den erfolgreichsten Nationaltrainern aller Zeiten.